Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es wurde vorhin schon die Frage gestellt, wer ist denn der Organisator? Das ist die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Bremen-Unterweser. Mein Name ist Hermann Kuhn, ich bin der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, die als selbstständiger Verein unter dem Dach der DG arbeitet. Herzlich willkommen. Den einen Teil meiner Einleitung kann ich mir, glaube ich, komplett sparen, nämlich den Georg Rösler vorzustellen, weil ich habe den Eindruck, dass hier seine große Fangemeinde versammelt ist, was ich auch gut verstehe. Wir haben zwar selber keine direkte Wanderung oder Reisen mit ihm persönlich gemacht, aber mit dem Reisebüro schon, die letzten Bürgerreisen, die wir machen. Ich trage bestimmt Eulen nach Athen, wenn ich sage, machen Sie das auch, lohnt sich, alles perfekt, sehr freundlich, sehr gut informiert. Und daher kenne ich Georg Rösler, aber für die wenigen, die ihn sonst nicht kennen, nochmal der Hinweis, dass er nicht nur als Touristikunternehmer eben arbeitet, darüber hat er ja auch das Buch geschrieben, die Wanderung nach Jerusalem, sondern eben auch als Zeitgeschichtler als politischer Beobachtung mit seinem Buch Nicht für Deutsche, Yad Vashem als Ort und Wirklichkeit. Aber zusätzlich zeichnet ihn sein zivilgesellschaftliches Engagement auf. Er ist Direktor von SOS Gewalt, Zentrum für Gewaltstudien in Israel. Der Titel sagt Ihnen schon, dass es ihm darum geht, da zivilgesellschaftliche Fortschritte zu machen, dort wo Gewaltanwendung, Gewaltandrohung, Gewaltgedanken noch vorhanden sind. Also soweit etwas zu Georg Rösler, so also ein bisschen was, wie gesagt, die meisten kennen ihn. Herzlich willkommen, Georg. Das ist das zweite Mal, dass du dich bereit erklärt hast, uns hier in diesem Format etwas über die Situation in Israel zu berichten und unsere Fragen zu beantworten. Das erste Mal war es noch im Frühjahr, da war das alles noch viel offener. Die Demonstrationen waren schon so, wie sie jetzt sind, aber es war noch weniger gemacht und entschieden von Seiten der Regierung. Heute haben wir eine andere Situation. Und der Titel heißt, das oberste Gericht Israels hat getagt, wie geht es weiter? Und Georg Rösler wird ja gleich berichten, das will ich jetzt gar nicht machen, was eigentlich der Gegenstand ist, mit dem das Gericht sich auseinandergesetzt hat, vorgestern in einer ganz langen Anhörung. Aber klar, er wird ja eher, und das wäre mein Wunsch, dass er dann auch darauf eingeht, wie ist die Reaktion in der Bevölkerung, und zwar in beiden Teilen der Bevölkerung, also sowohl der großen von uns unterstützten demokratischen Bewegung, aber auch unter denen, die jetzt diese Reform, die sogenannte Reform unterstützen und so ein bisschen sagen, was passieren kann, vielleicht was, sicherlich nicht morgen und übermorgen, aber wenn das Gericht zu einer Urteil, einer Feststellung kommt, wie da die Szenarien und vielleicht auch die Spekulationen sind. Das ist die Idee des Abends und wir organisieren das als Freunde Israels, weil wir überzeugt davon sind, dass es in erster Linie auch auf Information, auf Wissen ankommt, um Israel verstehen zu können. Also soweit meine Begrüßung. Das Prozedere, Jan Kranefeld hat schon gesagt, das ist aufgezeichnet. Ich bitte Sie, das heute so zu machen, weil ich gar nicht alle sehen kann, das sind jetzt schon fast 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie in den Chat schreiben, Wortmeldung. Ne? Also Wortmeldung oder WM, dann sehe ich Ihnen. Und dann sehe ich auch die Reihenfolge. Sie können entweder die Frage reinschreiben oder aber sagen Wortmeldung, dann gebe ich Ihnen das Wort. Und ansonsten bitte ich Sie ganz herzlich alle, Ihr Mikro dann auszustellen, wenn der Georg Rösler jetzt beginnt. Georg, herzlich willkommen. Ein herzliches Dankeschön für diese super freundliche Begrüßung, lieber Hermann. Ich will gleich sagen, dass wir Hermann Kuhn sehr viel Geld dafür bezahlt haben, dass er so freundlich auch auf unsere wirtschaftliche Tätigkeit hingewiesen hat. Hat sich also schon gelohnt. Vielen Dank, Hermann. Das Zweite ist natürlich viel schlimmer, nämlich die massive Begrenzung meiner Redezeit auf etwa 15 Minuten.
Was aber insofern sinnhaft ist, weil dieser Abend ja überwiegend auch dazu ausgerichtet sein soll, ins Gespräch zu kommen. Und das heißt dann eben nicht nur, dass ich rede, sondern dass wirklich die Teilnehmenden auch Gelegenheit für einen Austausch miteinander und untereinander haben. Gibt es ein Problem mit meiner Stimme? Können mich alle gut hören? Ja, prima. Also, dann machen wir das so. Ich versuche etwa 15 Minuten uns nochmal hineinzunehmen in die Thematik und dann auch in die Problematik, in das Dilemma, mit dem die zum Beispiel der Oberste Gerichtshof hier gerade umgeht. Also einfach so als kurze Reminiszenz. Die Situation war die oder ist die, dass wir seit einem Dezember letzten Jahres eine Regierung haben, die wir als eine rechtskonservative Regierung beschreiben. Wie es hier gekommen ist, würde jetzt zu weit führen. Einfach nochmal zur Erinnerung, die Regierung Netanyahu verfolgt drei zentrale Interessen. Das eine Interesse ist das Interesse des Ministerpräsidenten selber, der unter Anklage steht und bei einer wahrscheinlichen Verurteilung tatsächlich auch im Gefängnis landen würde. Das will er aber nicht und unternimmt deswegen sehr viele Schritte, um also die Situation für ihn selber zu entschärfen. Ich habe gerade einen, ja. Die zweite Motivation dieser gegenwärtigen Regierung wird bestimmt von dem ideologischen Flügel der sogenannten Siedlerbewegung, die also eine Aufhebung aller Beschränkungen für eine Übernahme des Westjordanlandes anstreben. Und die dritte Motivationslinie kommt von der politischen Führung der ultraorthodoxen Bevölkerung, die eine gesetzlich geregelte Aufhebung der Einberufung zum Militär von Yeshiva-Studenten wollen und auch eine rechtliche Gleichstellung dieser Yeshiva-Studenten gegenüber Wehrdienstleistenden. Das sind die drei zentralen Interessenblöcke und alles andere bewegt sich im Grunde genommen um diese Interessenlage herum. Und alle drei brauchen für die Durchsetzung dieser Ziele eine Ausschaltung, eine weitgehende Ausschaltung der Justiz bzw. des Justizapparates. Und damit beginnt das, was die einen als eine Justizreform beschreiben, die anderen als einen Justizputsch. Und dieser Justizputsch hat nun verschiedene Ziele, beziehungsweise ein Ziel, aber auf verschiedenen Wegen. Aufhebung des Prüfungsrechts des obersten Gerichtshofes. Und hier mache ich schon eine Klammer auf. Die Besonderheit in Israel ist tatsächlich, dass der oberste Gerichtshof und der im Grunde genommen Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht werden unter dem gleichen Hut abgewickelt. Ja, das wäre also die Situation hier. Und diese Regierungsreform, und ich spare mir jetzt die Anführungszeichen, zielt darauf ab, eine Aufhebung des Prüfungsrechts des obersten Gerichtshofes zu erreichen oder aber auch die Möglichkeit, Entscheidungen des obersten Gerichtshofes jeweils durch eine Neuauflage des gleichen Gesetzes überstimmen zu können. Angestrebt wird eine völlige Kontrolle des Ausschusses, der die Richterwahl leitet und damit eben auch eine Festlegung, ein Einspruchsrecht für die Festlegung der Richter zum obersten Gerichtshof. Eine Aufhebung des Einspruchsrechts der juristischen Berater der Regierung und der Ministerien. Auch das vielleicht nur, um sich das klar zu machen. Sowohl die Regierung selber wie auch die Ministerien haben unabhängige juristische Berater. Und diese Berater haben ein unmittelbares Einspruchsrecht. Wenn also der juristische Berater sagt, nein, dieses oder jene Gesetz geht nicht, diese Entscheidung ist nicht legal,
dann kann weder die Regierung noch das entsprechende Ministerium die entsprechende Ja. Entscheidung durchführen. Ein weiteres Unikum war jetzt eine Entscheidung, also die Möglichkeit, den Ministerpräsidenten seines Amtes zu entheben, was bis vor kurzem möglich war, jetzt praktisch unmöglich geworden ist. Und dann das, wo es um die Petition oder die Anhörung jetzt am letzten Dienstag ging, die Aufhebung des sogenannten Reasonableness Clause. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen müsste. Kann mir jemand bei dem deutschen Wort helfen? Angemessenheitsklausel. Angemessenheit. Dankeschön. Angemessenheitsregelung. Eine Regelung, die in den 60er Jahren schon offiziell Bestandteil des israelischen Grundgesetzes für den Justizbereich geworden war. Darüber hinaus aber eine lange, lange Tradition hat, noch aus dem englischen Recht, das israelische Recht dann maßgeblich auch mitbestimmt hat. Und diese Angemessenheitsregelung dient vorwiegend dazu, administrative, also Verwaltungsentscheidungen beurteilen zu können, prüfen zu können und im Zweifelsfalle auch aufheben zu können. Das ist im Augenblick das zentrale Gesetz, zu dem es also nun diese Anhörung vor 2 Tagen gegeben hat. Alle diese von mir vorgenannten Einschränkungen sind im Grunde genommen so eine Art Aufruf für freie Bahn dem Tüchtigen, beziehungsweise freie Bahn einer etwas wild gewordenen Regierung. Realisiert werden konnten von allen diesen Vorstößen, und das ist jetzt auch nochmal wichtig für das, was wir gleich sagen wollen, insgesamt hat diese Regierung Netanjahu in den letzten 8 Monaten schlappe 225 Gesetzesentwürfe eingebracht. Zum Teil als Entwürfe schon in der ersten Lesung durchgeführt. Manche haben es bis in die zweite Lesung geschafft. 225 Gesetzesvorstöße, die im Grunde genommen im Rahmen einer rechtskonservativen Regierung fast in allen gesellschaftlichen Bereichen Einschränkungen für eine liberale Zivilgesellschaft bedeuten. Insofern ist dieses Verhältnismäßigkeitsgesetz nur die Kirsche auf der Torte und eine Art Symbol geworden für alles das, was sich drumherum in den letzten 8 Monaten gelegt hat. Und realisiert werden konnte bislang nur das Gesetz oder die Gesetzesänderung der Amtsenthebung für den Ministerpräsidenten. Dieses Gesetz wird Ende September vom Obersten Gerichtshof geprüft und eben die Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgesetzes, das Ende Juli aufgehoben wurde. Jetzt müssen wir einfach nochmal klar machen, und damit, um einfach den Sprung zu schaffen in das, wo die Gesellschaft gerade steht, dass wir, einige wissen, die meisten wissen das, Israel hat eben keine geschlossene Verfassung und alle Gesetze können mit einer einfachen oder mit einer absoluten Mehrheit durchgebracht werden. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung, Grundgesetze, Halbgesetze, sonstige Gesetze, alle Gesetze können und auch alle Gesetzesänderungen mit einfacher oder absoluter Mehrheit durchgezogen werden, was natürlich die Rolle und auch die Stärke, die institutionelle Stärke von Grundgesetzen sehr, sehr schwach macht. Darüber hinaus steht die Regierung, anders gesagt, damit ist eigentlich alles das, was die Regierung gesetzmäßig beschließt, erst einmal und formalrechtlich völlig legal, worauf man sich auch beruft. Wenn die Regierung mit einer einfachen oder einer absoluten Mehrheit beschließen kann, was sie will, dann ist das wunderbar und es ist absolut legal. Bis hin zu diesem kleinen Absurd, wir kennen es aus der Geschichte, wenn Kaiser Caligula sein
Lieblingspferd zum Senator ernennen ließ. Auch solche Sachen wären rein theoretisch in Israel möglich und waren bislang nicht möglich, weil es einen Konsensus gab, der einen Common Sense dargestellt hat. Ein weiteres Dilemma, und damit mache ich dann wirklich den Sprung in den letzten Dienstag, ist, dass es eine grundsätzliche Spannung in dem nicht als Verfassung gewerteten Unabhängigkeitserklärung gibt. Und diese Spannung liegt in dem Dilemma zwischen jüdisch und demokratisch. Das ging mehr oder weniger bis noch vor kurzem recht gut, aber wenn man sich klar macht, welchen Spielraum die Interpretation des Wortes demokratisch bedeutet, was ist eigentlich Demokratie? Wenn da ein Fass aufgemacht wird, entdeckt man, dass es enorm viele Löcher hat. Und auch die Vorstellung, was ist eigentlich jüdisch, hat ein ganz breites Interpretationsspektrum. Und diese beiden Themen stehen sich einmal entweder kontrovers oder komplementär gegenüber. Und zweitens haben sie eine unglaubliche Interpretationsspannbreite. Und damit sind wir bei der Anhörung jetzt am letzten Dienstag. Geprüft wurde also tatsächlich nur die Aufhebung des, wie hieß das Wort nochmal, Verhältnismäßigkeit, Angemessenheitsregelung. Und das war also unglaublich. Ein 13-Stunden-Marathon. Und eigentlich als, also ganz, ganz charmant, man muss sich klar machen, die halbe Bevölkerung hat vor der Glotze gehockt und das mitverfolgt. Also das muss man sich erstmal klar machen, was das bedeutet. Meine Frau hatte an dem Tag eine Ausstellung und hat sich gewundert, warum keiner kommt. Am Ende hat sie es verstanden. Das halbe Publikum, das sie erwartet hatte, saß also festgenagelt und hat nun 13 Stunden lang sich einen legislativen Binge gegönnt und also tatsächlich durchgeschaut bis in die Abendstunden. Das ging, glaube ich, um knapp vor 12 erst zu Ende. Und diese Petitionen waren eingereicht worden von einer Vielzahl von Organisationen und auch Einzelvertretern. Denen gegenüber saß eine Vertretung der Regierung, auch wieder ganz charmant. Die Rechtsberaterin der Regierung hat sich aber geweigert, an der Anhörung teilzunehmen, beziehungsweise nicht teilzunehmen, sondern für die Regierung zu sprechen. Und daraufhin hat dann die Regierung darum gebeten, ob sie einen privaten Rechtsanwalt anheuern dürfte, der sie nun bei der Anhörung vertritt. Das wurde dann auch genehmigt und ein privater Rechtsanwalt hat nun die Regierung vor dem obersten Gerichtshof vertreten und die Erklärungen abgegeben. Und die Grundideen der Petitionen waren also folgende. Alles gar nicht so schlimm. Alles gar nicht so schlimm. Trust us, und es ist jetzt keine von mir, für diejenigen, die meine Sprache kennen, keine flapsige Beschreibung. Es wurde genauso gesagt. Trust us, wir haben nichts Schlimmes vor. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn also in so einem Kontext der Rechtsvertreter der Regierung sagt, wo ist das Problem? Wir haben gar nichts Böses vor. Und obendrein alles halb so wild. Und obendrein vertreten wir eigentlich das Volk. Alles, was wir machen, ist zum Wohle des Volkes. Und das Volk ist nun mal der Souverän, der uns mehrheitlich gewählt hat. Und obendrein sollte diese Anhörung eigentlich gar nicht stattfinden. Warum? Weil es keine Legitimation für sie gibt, denn wie gesagt,
Diese Regierung ist demokratisch gewählt worden. Die demokratischen Vertreter dieser Entscheidung haben dieses und jenes beschlossen. Die Beschlüsse sind legal, was das Regierungssystem und das Gesetzessystem Israels anbelangt. Also eigentlich gibt es überhaupt gar keine Berechtigung für eine solche Anhörung. Aber wenn man schon dabei ist und es eben doch eine Anhörung gibt, hat das oberste Gericht trotzdem keine Möglichkeit oder sollte keine Möglichkeit haben, hier etwas entscheiden zu dürfen, denn es handelt sich ja um ein Grundgesetz beziehungsweise eine Grundgesetzänderung. Grundgesetze sind heilig, es gibt kein Einspruchsrecht des obersten Gerichtshofes gegenüber Grundgesetzen. So wurde jedenfalls festgelegt. Und weil man offenbar sich immer noch nicht auf ausreichend genügend sicherem Boden fühlte, hat man dann auch gleich angefangen, das gesamte israelische System zu hinterfragen. Denn wenn sich der oberste Gerichtshof und die israelische Rechtsprechung auf die moralischen Fundamente der Unabhängigkeitserklärung beruft, und das tut man, dann fragt der gleiche Vertreter oder Repräsentant für die israelische Regierung, wer denn eigentlich federführend gewesen sei und mit welcher Legitimation eigentlich die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung gehandelt hätten, wer diese eigentlich legitimiert hätte. Also im Grunde genommen ist da etwas passiert, für das es in meinen Augen keinen Vergleich gibt. Ich habe lange versucht, einen Vergleich zu finden, aber ich bin da nicht fündig geworden. Also eine Diskussion, die am Ende daraufhin auch hinauslief, die Grundlagen, den gesamten Gesetzesrahmen Israels, der sich über die letzten 75 Jahre herausgebildet hat, die Grundlagen israelisch-staatlicher Selbstorganisation zu hinterfragen. Auf was für einer Basis stehen wir eigentlich? Wer hat überhaupt welche Legitimation? Und ja, das war also eigentlich so, dass die berühmte Kinnlade erst einmal ziemlich verrutscht war. Interessant war erst einmal, wie sehr israelisch diese Diskussionen abgelaufen sind. Also auf der einen Seite wurde mit harten Bandagen hin und her diskutiert, auf der anderen Seite viele Frotzeleien, Witze, und man verstand manchmal gar nicht, wer ist hier gegen wen und warum sind das nicht alles gute Freunde, die gemütlich in der Kneipe zusammensitzen können. Es war also sehr, sehr israelisch. So ein bisschen so, wie wer israelische Parlamentsdebatten beobachtet, sich auch wundert, in was für einem Ton so etwas abläuft. Bedenklich war, also für den gesunden Volksverstand, ein Hinweis der obersten, Vorsitzenden des obersten Gerichtshofes, Esther Chayut. Und die hat ganz klar gesagt: Kollegen, wir prüfen heute nur, oder wir prüfen im Rahmen dieser Anhörung nur die Aufhebung der Verhältnismäßigkeitsregelung. Das war insofern schwierig auszuhalten oder schwierig zu hören, weil einer der wichtigsten Vertreter unserer Menschenrechtsorganisationen, einer Organisation, die seit vielen Jahren sich damit beschäftigt, also die Sauberkeit der israelischen Rechtsprechung zu begleiten und auch zu unterstützen, der hatte seine Eröffnungen im Rahmen der Petition so aufgehängt, dass er klar machen wollte oder zeigen wollte, wie über die 225 Gesetzesvorstöße, wie über die Vorstöße im Hinblick auf die Schwächung des Justizapparates hier nicht nur ein Einzelgesetz im Blick steht, sondern dass hier
eine Gesamtrichtung im Auge zu behalten ist und der oberste Gerichtshof sich klar machen muss, was diese Richtung eigentlich für den gesamten Gesetzesrahmen Israels bedeutet. Und das war dann im Grunde eine herbe Ohrfeige, nun gesagt zu bekommen, nichts für ungut, aber wir prüfen hier oder wir können hier nur dieses Einzelgesetz prüfen. Mich selber hat das ein bisschen erinnert an mein erfolgloses Jurastudium. Ich hatte das vielleicht einzeln mal erzählt. Über einen gewissen Zeitraum habe ich in Heidelberg ein Doppelstudium gemacht, jüdische Wissenschaften und voll Jura, bin aber bei der Jura komplett gescheitert, nicht wegen der zeitlichen Belastung, sondern einfach, weil ich es nicht verstand. Und ich führe das gleich zu einem Thema zurück. Bei mir war natürlich immer völlig klar, wenn der Enkel die arme Großmutter aus dem Haus schmeißt und die erfriert auf der Parkbank vor der Haustür, dann gehört er natürlich sofort erschossen und verbrannt, um dann aber lernen zu müssen, dass bei einem sorgfältigen Durchprüfen der verschiedenen Paragraphen der im Zweifelsfall durchaus Recht gehabt haben konnte. Also der gesunde Volkszorn, mit dem ich in die Jura eingestiegen war, der erwies sich als nicht sinnhaft. Und genau das ist jetzt hier auch passiert, dass der Common Sense, den wir als Israelis, die jetzt in dieser Protestbewegung engagiert sind, und mittlerweile ist das doch über die Hälfte der israelischen Bevölkerung, die mit der gegenwärtigen Regierung sehr unzufrieden ist, dass die alle natürlich erst einmal einen Rüffel bekommen haben. Es geht nur um die Durchprüfung eines ganz bestimmten Gesetzes. Eine herbe Enttäuschung, und das ist deswegen so entscheidend, weil ja, es hängt natürlich vieles davon ab, wie breit der oberste Gerichtshof eigentlich die Thematik anschaut. Wo der oberste Gerichtshof auch zögerlich ist und wo es Differenzen zwischen den obersten Richtern gibt, ist auch die Behandlung, der Umgang mit den sogenannten Grundgesetzen. Es gibt 12 Grundgesetze, 9 davon behandeln den Regierungsapparat, die Justiz, also im Grunde die institutionelle Selbstaufbau des Staates. 2 Grundgesetze sind Menschenrechte und Freiheit und dergleichen. Und eines ist dieses leidige oder elende Staatengesetz, also dass der jüdische Staat eben für die Juden da ist und nicht für die anderen. Und die Frage, die im Augenblick im Raum steht, ist es tatsächlich so, dass diese Grundgesetze als Grundgesetze heilig sind, wenn sie doch gleichzeitig mit einfachen Mehrheiten mit einer absoluten Mehrheit ausgehebelt werden können? Ja oder nein? Hat der oberste Gerichtshof ein Prüfungsrecht gegenüber Grundgesetzen? Also da ist man auch noch nicht klar mit sich selber, und die Entscheidung, die hier gefällt wird, wird richtungsweisend sein über dieses unmittelbare Verhältnismäßigkeitsgesetz hinaus. Zum Abschluss für unsere Einführung, was passiert, wenn? Wir können es ja noch nicht wissen, und die Entscheidung werden wir, so sind die Voraussagen, frühestens in 8 Wochen erhalten. Wir sitzen also alle auf Kohlen. Was würde passieren, wenn die Richter die Petitionen gegen die Abänderung des Grundgesetzes und der damit verbundenen Aufhebung des Verhältnismäßigkeitsgesetzes ablehnt? Also erst einmal, die Regierung würde jubeln. Die Regierung würde sich damit bestätigt sehen und sich damit auch berechtigt fühlen, ihre weiteren Gesetzesvorhaben durchzupauken. Für die Protestbewegung, und nochmal, wir müssen uns klar machen, das sind mittlerweile zwar weiterhin nur ein paar hunderttausend, die auf die Straße gehen,
Nach Umfragen aber sind wir bei weit über 60% der Bevölkerung, die die gegenwärtige Regierung ablehnen oder auch diesen Gesetzesvorstöße ablehnen. Und diese Bewegung würde natürlich radikal geschwächt, was aber nicht bedeuten würde, dass sie nicht weitermachen würde. Auf der einen Seite würde sich diese Mehrheit in der Bevölkerung von dem obersten Gerichtshof, der eine hohe Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung genießt, eine sehr hohe Akzeptanz genießt, würden sich von ihm im Stich gelassen fühlen. Das wäre also eine herbe Ohrfeige. Aber man würde dann versuchen, auf eigenen und weiteren und anderen Wegen versuchen, die jetzige Regierung auszuhebeln. Wie genau man das machen würde, kann noch nicht gesagt werden. Vieles würde davon abhängen, welche weiteren Schritte die Regierung ausprobieren würde. Wir haben ein Beispiel für das, was passieren könnte, aus dem letzten März. Da hatte sich der Verteidigungsminister tatsächlich die Frechheit besessen, gegen Netanyahu etwas zu sagen und zu hoffen, zu versuchen, diesen Justizputsch etwas abzudämpfen. Daraufhin war er sofort vom Ministerpräsidenten entlassen worden. Am nächsten Tag, eigentlich schon am selben Tag, gab es einen Volksaufstand, einen eintägigen Generalstreik und aus vielen, vielen Kreisen wurde klar signalisiert, wir machen das nicht mit. Netanyahu musste einlenken, hat den Verteidigungsminister wieder eingesetzt. Das heißt, dass die Bevölkerung kennt mittlerweile und hat auch ausprobiert, das Instrumentarium, das es braucht, um die Regierung lahmzulegen. Wenn die Richter die Petition aber annehmen sollten, sprich der Regierung eine Ohrfeige geben, dann wäre das natürlich eine großartige Bestätigung, ein wunderbarer Rückenwind für die Protestbewegung. Die Regierung würde wahrscheinlich erst einmal erklären, dass sie diese Entscheidung nicht annehmen will. Sie würde diese Entscheidung als einen Regimeputsch diffamieren. Und trotz aller Drohungen sie trotzdem annehmen. Und zwar deswegen, weil sie weiß, dass die einschlägigen Organe des Staates sich schon jetzt öffentlich für den obersten Gerichtshof ausgesprochen haben. Das heißt, der Polizeiapparat, die innere Sicherheit, die Gewerkschaften, das Militär und breite Kreise der Bevölkerung sowieso würden jede weitere Regierungsentscheidung konterkarieren. Die Regierung weiß das, würde also fürchterlich wettern, aber im Zweifelsfalle mitgehen müssen. Falls, auch das ist immer noch offen und hängt davon ab, wie stark sich die Seiten polarisieren, würde es das geben, was wir eine konstitutionelle Krise nennen. Das ist ein Kunstwort, weil wir haben ja gar keine Konstitution, also kann es auch keine konstitutionelle Krise geben, aber im Ergebnis wäre es das, wo sich eben Regierung und Gesellschaft frontal gegenüberstehen würden. Aber wie gesagt, in so einem Falle hätte die Regierung aufgrund des Profils der Protestbewegung und des Widerstandes in breiten Kreisen eigentlich keine wirkliche Chance. Was die Regierung aber parallel macht, um auf jeden Fall zu ihrem Ziel zu kommen, ist, dass sie zum Beispiel jetzt versucht hat, eine alternative Anwaltskammer entstehen zu lassen, mit der sie dann weitere Entscheidungen des obersten Gerichtshofes mit beeinflussen kann. Ebenfalls ist die Rede davon, einen eigenen konstitutionellen obersten Gerichtshof entstehen zu lassen, der natürlich mit eigenen Richtern besetzt wäre. Also die geben erst einmal nicht auf und der Versuch, in irgendeiner Weise das gegenwärtige behindernde Justizsystem auszuhebeln, dieser Versuch wird auf gar keinen Fall ausgesetzt werden, im besten Falle auf anderen Wegen versucht.
Hochspannend. Egal. Egal, was der oberste Gerichtshof entscheidet. Der nächste Clash und der viel größere Clash steht netterweise gleich vor der Haustür. Denn egal, was entschieden wird, Anfang der Wintersaison der Knesset, insistieren die ultraorthodoxen Parteien, dass dann als erstes auf den Tisch kommt, was ich eingangs genannt hatte, die grundsätzliche Befreiung, die rechtliche Befreiung von Jeschiva-Studenten vom Militärdienst und ihre rechtliche Gleichstellung gegenüber Militärdienstleistenden. Und wenn die bisherigen Vorstöße der Regierung in bestimmten Kreisen der Bevölkerung möglicherweise noch als halb so wild, wo ist das Problem, nicht wirklich ernst genommen werden, bei einer so eklatanten Diskriminierung der Bevölkerungsteile, wo die Kinder ihre Nase aus dem Fenster beziehungsweise in den Wind hängen müssen, das würde auch in dem, was wir als Rechtslager beschreiben, einen so vehementen Widerstand hervorrufen, dass wir da also gar nicht abschätzen können, in welcher Weise das die Regierung beschädigen würde. Ein abschließendes Kurios, beziehungsweise was wenig beachtet wird, dass natürlich die arabischen Länder sehr, sehr interessiert auf Israel gucken, überwiegend mit einer freundlichen Häme. Auf der einen Seite besteht natürlich ein gewisser Neid. Nach dem erfolglosen arabischen Frühling, der, wie gesagt, oder wie wir, glaube ich, erinnern, in den meisten arabischen Ländern ziemlich nach hinten losgegangen ist, jedenfalls nicht sich weiterentwickeln konnte, ist der gegenwärtige Erfolg der israelischen Protestbewegung so eindrucksvoll, dass man da schon ein bisschen neidisch draufschaut. Gleichzeitig sieht man aber auch mit einem gewissen Wohlbehagen, wie sich die Beziehungen Israels mit den USA verschlechtert haben und zu erwarten steht, dass die USA zumindest überlegen muss, ob Israel weiterhin der größte Flugzeugträger im Nahen Osten sein kann, beziehungsweise welche Rolle Israel für das Sicherheitssystem der USA in der Zukunft spielen kann und soll. Ebenfalls betrachtet wird die Schwächung der israelischen Armee, die aufgrund der Differenzen, die dort mittlerweile bestehen, ihre eigene Stärke verloren hat. Und natürlich nicht weniger wichtig, das Auseinanderfallen der jüdisch-israelisch-gesellschaftlichen Kohärenz, die bislang zumindest ein Garant dafür waren, dass im Zweifelsfalle und im Notfalle die israelische Gesellschaft geschlossen, Gewehr bei Fuß, sich gegen jede Bedrohung zur Wehr setzen kann und will. Dieses Auseinanderfallen eines gesellschaftlichen Konsensus, ist eine der größten Bedrohungen, auch militärisch für den Staat. Und gute Freunde des Staates, im Libanon und in den sonstigen arabischen Ländern, Hamas, freuen sich gerade natürlich ein Bein aus über das, wie der Staat Israel sich gerade selbst zerfleddert, sich von innen auflöst. Zumindest in der Gefahr steht, das zu leisten. Das wäre also, was ich als Einleitung anzubieten habe. Gini, ganz herzlichen Gerne, Dank. ich will noch Du sagen, musst hier. gerne hätte ich noch etwas gesagt, aber das können wir auch Ja, später machen, zu der Protestbewegung selber und auch, was das möglicherweise für uns bedeutet. Aber vielleicht ist es im Rahmen des Anliegens dieses Abends richtiger, dass ich hier unterbreche und du, Hermann, den Abend freigibst für weiterführenden Austausch. wir müssen jetzt die Uhrzeit auch wieder auf normale Umdrehungszahl bringen, nachdem du das sozusagen auf die halbe gesetzt hast, statt Viertelstunde 30 Minuten, nur um das Dabei zu seid ihr sagen. noch gut weggekommen. Ja, ich weiß das ja. Ich hätte ja sonst noch was Aber anderes erwartet. ich kann dich nur Ja, ganz schlecht hören. das geht alles auf die Zeit
zur Beantwortung der Fragen jetzt ab. Das da musste dir klar sein, ne? Also es sind schon eine ganze Reihe von Fragen und die Antworten auf die Fragen müssen jetzt ein bisschen kürzer werden. Anders geht das nicht, weil wir wollen die ja alle auch hören. Ich fange mal an, das sind unterschiedliche. Ich fange mal an mit einer Frage, die gestellt wurde. Die angedachte, angestrebte Geschlechtertrennung führt ja im Moment auch zu Protesten. Gab eine Demo in ultraorthodoxen, unterkonservativen Vierteln. Ist das ein Thema für die vielen Demonstranten oder nur von einigen wenigen? Die allgemeine Frage ist, ob sich bei diesen Protesten gegen die Justizumbau auch das verbindet mit vielen anderen Fragen, die jetzt von den Rechtskonservativen eigentlich in Angriff genommen werden sollen. Also die Diskriminierung von Frauen, die größere Rolle der Bibeltreuen, der Orthodoxen, hast du schon genannt. Also fließt das so zusammen oder bemühen sich die Demonstranten, das auf dieser Gesetzesgebung nach wie vor zu konzentrieren? Wie ist da die Situation? Also die Protestbewegung hat ihren Erfolg damit, ihren Erfolg dem zu verdanken, dass sie es überwiegend geschafft hat, sich auf ein Thema zu konzentrieren, nämlich den Erhalt des Justizsystems Israels, wo der oberste Gerichtshof als Symbol für diesen Gesamtprozess steht. Gleichzeitig hat aber oder haben diese Regierungsvorstöße eine riesen Pandora-Büchse aufgemacht und eigentlich der Gesamt, also alle gesellschaftlichen Fragen, die den Staat Israel seit 75 Jahren begleiten, kommen jetzt hochgekocht auf den Tisch. Die Frauenfrage ist also, abgesehen davon, dass Frauenfragen eh überbewertet sind, ist sie natürlich auch dabei. Aber viel, viel, viel zentraler ist die Frage nach Israel und der Besatzungspolitik. Also das Thema, gibt es eine Demokratie, wenn man gleichzeitig als Besatzer aktiv ist? Die Frage der Gleichstellung der Frau ist auf jeden Fall relevant geworden, weil das erst einmal jedes rechtskonservative System versucht, bestimmte Bereiche zurückzufahren. Und durch den Vormarsch der ultraorthodoxen Parteien und dem Versprechen, die Rabbinatsgerichte dem säkularen Rechtssystem anzugleichen, automatisch eine starke Schwächung von Frauen die Folge sein wird. Völlig klar, wenn eine Scheidung vom Rabbinatsgericht durchgeführt wird, die bislang in den finanztechnischen Aspekten von einem säkularen Gericht entschieden wurde, das jetzt aber wieder erneut und wie es mal früher war, vom Rabbinatsgericht entschieden werden kann, die grundsätzlich auf Seiten der Männer stehen, dann hat das unmittelbare Frauen für die Stellung der Frau. Die Anzahl der Frauen in der Regierung ist wahnsinns runtergegangen. Und der Versuch einer Geschlechtertrennung im Alltag, im säkularen Alltag durchzudrücken, diese Versuche werden ebenfalls massiv unternommen. Und bei einer Geschlechtertrennung wissen wir einfach, das Patriarchat ist halt erstaunlich durchsetzungsfähig. Das kann für Frauen keine gute Sache werden. Vielen Dank. Ich mache mal weiter. Nicht in der Reihenfolge unbedingt, aber jetzt von der Bedeutung. Eine Wortmeldung von Herrn Wimkind. Das ist die Frage, wie einheitlich das die Regierung ist. Also das Beispiel, dass der Verteidigungsminister gesagt habe, dass er sich an den Spruch des Gerichtes halten würde. Das ist ja ein Widerspruch zu seinem Justizkollegen. Gibt es solche Widersprüche? Haben sie eine Bedeutung oder ist diese Koalition fest entschlossen, über alle Wetter hinweg auf jeden Fall zusammenzuhalten, weil sie das als eine einmalige Chance sieht, Dinge zu erreichen? Drei Minister bzw. drei Vertreter der jetzigen Regierung haben sich tatsächlich dafür, also offiziell zum ersten Mal dafür dahingehend ausgesprochen, im Zweifelsfalle mit dem obersten Gerichtshof zu gehen. Welchen politischen Preis sie dafür bezahlen werden, ist ungewiss, aber wahrscheinlich ist der Preis hoch.
Der Verteidigungsminister steht sowieso auf der Abschussliste und wurde eigentlich nur aufgrund dieses immensen Drucks der Bevölkerung wieder eingesetzt. Netanjahu wartet auf die nächstbeste Gelegenheit, sich dieses unangenehmen Gesellens, also für ihn unbequemen Gesellens, entledigen zu können. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 64 Abgeordnete einstimmig bislang alle dieser zum Teil ja wirklich sehr seltsamen Gesetze dafür gestimmt haben. Und insofern können wir noch nicht abschätzen, ob es tatsächlich hier vielleicht eine weitere Bewegung innerhalb der Regierungskoalition gibt, wenn drei so erklären, ob andere nachziehen werden. Gegenwärtig hält sich, also abgesehen von diesen dreien, sind 61 Abgeordnete stumm geblieben und entziehen sich einer klaren Aussage, ob sie auf Seiten eines obersten Gerichtshofs, einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs folgen werden oder aber eben nicht. Ja, vielen Dank. Eine andere Frage, so ein bisschen natürlich wie vieles andere spekulativ. Sicherlich haben doch alle vor den Fernsehschirmen genau verfolgt, Ich kann dich die nicht, Ges nicht gut, ich kann dich nicht gut hören. es haben doch sicherlich viele genau verfolgt, die Äußerung der Richter, die Gesichtszüge, wie sie reagiert haben. Gibt es Spekulationen darüber, wie wohl nach der Anhörung das Urteil ausgehen sollte? Und die Frage, die gestellt ist, hältst du es für möglich oder wahrscheinlich, dass das Gericht selber seine Kompetenz beschneiden könnte? Ich war so schockiert von dem nicht geklärten Verhältnis innerhalb des Gremiums des obersten Gerichtshofes, wie man zu einem Grundgesetz stehen will, also ob es ein Prüfungsrecht für Grundgesetze ja gibt oder nein. Und auch die Selbstbeschränkung, die zumindest von der Vorsitzenden Esther Hayut ausgesprochen wurde, wir prüfen nur dieses eine Gesetz, das hat viele und mich auch erst einmal besorgt gemacht, dass also der oberste Gerichtshof überskrupulös vorgehen wird, um sich also um Gottes Willen nicht dem Verdacht auszusetzen, die eigenen richterlichen Kompetenzen zu überschreiten. Gleichzeitig, und hier mag einfach der Wunsch, Wille des Gedankens sein, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der oberste Gerichtshof nicht einen Weg finden wird, einen Weg finden muss, um seine eigene Neutralisierung nicht zu befördern. Also ich kann leider keine Antwort geben. Das Gefühl sagt mir, sie werden am Ende einen solchen Weg finden. Aber die Skrupulosität, mit der oberste Gerichtshof sich über die letzten 40 Jahre aufgestellt hat und auch im Hinblick auf die Besatzungspolitik agiert hat, diese Skrupulosität kann uns allen und auch dem Gerichtshof selber das berühmte Genick brechen. Da würde ich gerne zwei Nachfragen stellen. Das eine, die Unterscheidung von normalen Gesetzen und Grundgesetz. Kann die Mehrheit der Knesset sagen, das ist ein Grundgesetz, obwohl es mit der gleichen Mehrheit beschlossen wird wie das andere Gesetz? Ich meine, dann kann man ja jedes Gesetz sozusagen uneingreifbar machen, indem man drüber schreibt, das ist ein Grundgesetz. Und die Bemerkung ist so ein bisschen geht auf deine Sprache, Georg. Ich wundere mich, dass ihr euch wundert, dass ein Gericht sagt, wir behandeln nur das, was uns vorgelegt wird. Ich würde sehr skeptisch und misstrauisch werden gegenüber einem Gericht, was nur über einen Fall entscheidet, aber bei der Gelegenheit mal über dieses und jenes sich auslässt. Und auch deine Sprache, das wäre für die eine oder andere Seite eine Ohrfeige, spricht in meinen Augen für eine ziemliche, eigentlich, ja, wie soll ich sagen, also da sieht man das Gericht nicht als Gericht an, sondern als eine doch vor allen Dingen politische Instanz. Das verwundert mich ein bisschen. Das ist eine sehr sensible Spiegelung meiner Worte.
Und du hast im Grunde die Antwort damit aber auch gleich gegeben. Das ist gut so. Es geht scheinbar um Juristerei und de facto geht es um politische Positionen. Ja, aber die Überzeugung war, warum hält Israel die Demokratie in Israel so fest am Gericht? Weil die Demokratie überzeugt ist, dass das Gericht keine Politik macht, sondern Recht spricht. Und wenn die demokratische Bewegung selbst sagt, dass das Gericht Politik macht, dann verlässt es seinen Standpunkt. Dann ist das ein Punkt für die andere Seite. Also Im da, Augen, deswegen ja, bin ich da die Gefahr. also erst einmal, weil die erste Frage war ja gewesen, Grundgesetze, normale Gesetze, das ist, die fragende Person hat genau das Dilemma erkannt, beziehungsweise nochmal aufleben lassen. Was bedeutet eigentlich, was heißt es, wenn der Gesetzgeber jedem Gesetz, was ihm Spaß macht, das Siegel Grundgesetz aufdrückt und damit eigentlich dem obersten Gerichtshof gewissermaßen den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist ja in der Vergangenheit nicht gemacht worden, weil es einen Konsensus innerhalb der israelischen Gesellschaft gab, was geht und was geht nicht. Das ist eigentlich auch, und das verbindet sich mit dem zweiten Teil dessen, was du eben angesprochen hast, jede Demokratie, egal wie gut sie aufgestellt ist, ob es Weimar ist oder jede andere, in dem Augenblick, wo der Konsensus, ein Grundkonsensus nicht mehr besteht, wird es immer Wege geben, auch ein bestehendes und auch ein hervorragend organisiertes System auszuhöhlen und auszuhebeln. Das ist die Grundaussage und weswegen auch das, was im Augenblick hier in Israel passiert, in meinen Augen eine hohe Relevanz hat für das, was in Deutschland passiert. Nicht, dass wir nicht eins der besten, vielleicht sogar das allerbeste Grundgesetz der Welt hätten, vorbildlich in jeder Hinsicht, aber ohne eine politische Vision, wohin wir eigentlich gehen wollen, jetzt rede ich wir als Deutsche und nicht ich als Israeli, werden wir die gleichen Themen, die gleichen Fragen genauso auch in Deutschland auf den Tisch bekommen. Es geht also nicht nur um Gesetz und um den trockenen Buchstaben des Gesetzes. Es geht darum, wohin wollen wir, wer darf was und wer darf etwas nicht. Und deswegen habe ich so etwas nonchalant die Ausdruck Ohrfeige gebraucht, weil es geht hier um vielleicht unbewusst, aber deswegen nicht weniger passend. Es geht hier tatsächlich um Positionierung, um gesellschaftliche Positionierung, um die Vision, wie wollen wir eigentlich leben. Und das andere Denken wird als ein persönlicher Affront und eine Bedrohung meiner jeweiligen Existenz begriffen. Ja, ich gehe mal weiter. Ich habe noch zwei, drei Fragen von früher, die ich jetzt noch nicht aufgerufen habe. Ich fange mal weiter mit einer wiederum spekulativen Frage. Die bezieht sich auf Richard Schneider und seine pessimistische Prognose, dass er einen Bürgerkrieg für möglich hält. Er sagt ja nicht, dass es wahrscheinlich oder sicher ist, sondern aber er sagt schon, dass er so etwas für möglich hält. Siehst du das auch so? Also, der Begriff Bürgerkrieg ist ein für mich komplizierter Begriff. Also ich könnte mir im Augenblick nicht vorstellen, dass jetzt also bewaffnete Gruppen von der einen und von der anderen Seite aufeinander losgehen. Es reicht wahrscheinlich schon, wenn die eine oder andere Gruppe nicht mehr in dem gesellschaftlichen Zusammensein kooperiert. Also, woran denken wir, wenn wir an Bürgerkrieg denken? Selbst die Freikorps vor und während und zu Beginn der Weimarer Republik, war das ein Bürgerkrieg oder war das einfach, ja, was ist ein Bürgerkrieg, nicht?
Für einen Bürgerkrieg braucht es zwei Führer oder auch drei oder wie auch immer, die sich bewaffnete Organisationen hinter sich stellen, die aufeinander schießen. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Aber einen immens starken Diskurs und ja, nein, also Bürgerkrieg, nee. Ja, vielen Dank. Ich komme auf die allererste Frage zurück von Helga Trüpel, die auch damit zu tun hat, wie wir uns verhalten hier in Deutschland. Sie stellt nämlich die Frage, ob es eigentlich Reaktionen aus dem Ausland gibt von rechten, von konservativen, von rechtskonservativen Parteien, die jetzt ausdrücklich Netanyahu unterstützen. Und was umgekehrten oder wird das benutzt auch von Netanyahu? Und umgekehrt spielt die Unterstützung von uns und von anderen für die demokratische Bewegung, für die eine Rolle. Ist sie wichtig? Also, wie spiegelt sich das im Ausland und welche Bedeutung hat diese Spiegelung für euch? Also eine Spiegelung aus dem Ausland weiß ich wenig drüber. Bekannt ist, dass natürlich Netanyahu auch in der Vergangenheit sich also mit erstaunlich autokratischen Gestalten verbunden hat. Wie ist der damals da in Brasilien, Bolsonaro und Putin und ja, wie die alle heißen. Also der hat da sehr gute Beziehungen unterhalten und offenbar sich auch davon inspirieren lassen. Einer der kleinen Skandale, die wir jetzt gerade hier hatten, war, dass, ich glaube, war das Rumänien oder wo proaktiv der israelische Botschafter eine rechtsradikale Partei, die auch in den Bereich Holocaust-Verleugnung und die im Dritten Reich auch relativ aktiv Juden verfolgt hat, dass die jetzt offensiv umworben wurde, nachdem eigentlich bis noch vor einem halben Jahr die also völlig tabuisiert war. Es mag auch kein Zufall sein, ohne jetzt eine politische Position hier zu beziehen, dass die AfD mit Israel, also gegenüber Israel sehr hohe Affinitäten hat, die einen vielleicht erst einmal erstaunen würden, aber die einfach da sind und wo es hervorragende Beziehungen gibt. Also die Frage, die du stellst, kann ich nicht tiefer beantworten, wer wem unterstützt, wer wem hilft. Aber völlig klar ist, dass die jetzige Regierung die große Schwierigkeiten in dem liberalen, in dem Lager der westlich liberalen Demokratien hat, sich gerade nach neuen Partnern umschaut, die möglicherweise Empathie und Rückenwind stiften könnten. Gehört da auch China dazu, zu solchen möglichen Ja, Dingen? China, also ich muss es einfach flapsig sagen, China finden wir klasse, weil nachdem Netanyahu gerade doch die Beziehungen mit den USA vor die Wand fährt und ich würde am liebsten ja wieder meine Ohrfeige gebrauchen, aber es ist ja eine Ohrfeige, politische Ohrfeige, dass er bis heute noch nicht im Weißen Haus antreten durfte mit seinem tollen Englisch. Das wird natürlich vermerkt. Und deswegen gönnt sich Netanyahu schon den Spaß, auf China zuzugehen und denen zu signalisieren, dass man doch eigentlich wunderbare Sachen zusammen machen könnte, was erst einmal wirklich ein starker Affront gegenüber dem amerikanisch-israelischen Bündnis und den Beziehungen zwischen den beiden Staaten bedeutet. Ja, ich bin jetzt gebeten worden, nur strikt vorzulesen. Das will ich dann auch gerne machen, obwohl ich nicht glaube, dass da irgendwas falsch rübergekommen ist. Aber ich mache mal weiter mit der Außenpolitik. Welche Rolle spielt die außenpolitische Situation der Bedrohung durch den Iran?
Und dass in dem Zusammenhang eben auch die Drohung mit Nichterscheinen zum Dienst der Piloten, was ja nur eine der prominenten Beispiele gewesen ist. Ich denke, dass dass das völlige Ausschalten der Thematik Iran in Israel auf jeden Fall ein Hinweis darauf ist, welchen Zynismus die Bedrohung durch den Iran durch den gegenwärtigen und langjährigen Ministerpräsidenten ge- und missbraucht worden ist. Das soll nicht bedeuten, dass der Iran keine Bedrohung darstellt. Wenn aber die letzten 8 Monate das einzige Thema die Justizreform ist, während alle anderen Themen schlichtweg hinten runtergefallen sind, dann ist das zynisch und seltsam. Durch den Protest der israelischen Offiziere der Luftwaffe entsteht, wie sich aus ganz vielen Kreisen ergibt, tatsächlich eine enorme Schwächung der Einsatzfähigkeit der israelischen Armee. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass die Iraner übermorgen vor der Haustür stehen, aber die Möglichkeit für Israel in irgendeiner Weise gegenüber dem Iran aktiv zu werden, sinkt damit auf null. Ich kann dich nicht hören gerade. Ja, sorry, ich komme wieder. Ich nehme mal die Frage nach den Richtern ein bisschen weiter nach hinten, stelle die Frage, könnte die Protestbewegung dafür sorgen, dass die seit den 90er Jahren schwach gewordene linken progressiven Kräfte wieder erstarken? Also vielen Dank für die Frage, weil die berührt mich ja persönlich. Es war Netanjahu über die letzten 20 Jahre gelungen, und ich sage mit Absicht Netanjahu, und das wäre ein Thema, was wir vielleicht noch einmal später aufnehmen können, wer macht Geschichte? Machen die Umstände Geschichte oder machen Personen Geschichte? Hier würde ich aber sagen, dass die Person Netanjahus eine vergiftende Wirklichkeit gestiftet hat, eine vergiftende Wirklichkeit gestiftet hat. Und einer der Instrumentarien war nicht nur das Wiederaufleben lassen der aschkenasisch-sephardischen Sollbruchstelle, die eigentlich geheilt war oder mittlerweile nicht mehr relevant war, eines der größten Verbrechen oder Sprachverbrechen Netanjahus war es, eine unmittelbare Identifikation von Links und Verräter herzustellen. Also im Scherz sagen wir hier, du linker Verräter, und keiner wundert sich mehr über diese obskure Wortzusammenstellung. Und da hat, und deswegen ist die Frage wunderbar, ich denke, dass hier die Protestbewegung auch aufgewacht ist und sich darauf besonnen hat, dass solche Wortverbindungen eigentlich eine große Sünde bedeuten. Einer der wesentlichen Schritte dafür war die Aneignung der staatlichen Symbole. Während also das Rechtslager sich immer wieder offiziell als die Vertreter, also die staatlichen Symbole okkupiert hatten. Ihr kennt alle die Bilder von den Demonstrationen. Wir laufen, ich bin also auch dabei, wir laufen also nur noch mit Fahnen durch die Straße. Und das gibt eigentlich diesen sogenannten Mitte und auch dem Mitte-Links-Lager einen enormen Auftrieb. Wir sind genauso Patrioten und nicht weniger und vielleicht sogar ein bisschen mehr als viele von denen, die nicht zur Armee gehen oder die nicht ökonomisch wirksam sind. Also eine enorme Stärkung des Mitte-Links-Lagers. Ja, vielen Dank. Dann gibt es zwei Fragen, die sich auf die Richter beziehen und das weitere Prozedere, was jetzt kommt. Die eine Frage ist, wie homogen ist die Richtergruppe? Und die zweite Frage, die im Grunde ähnlich ist, aber auf das Prozedere zielt, ist, es sei so, dass alle Richter in 3 Wochen ein eigenes Schriftstück zu der jetzigen Causa abliefern müssen. Ist das so? Und wenn ja, wie geht das dann weiter? Muss die Vorsitzende Richterin, die ja dann vielleicht gar nicht mehr im Amt ist, das zusammenfassen? Also, was kann man dazu sagen, wie das weitergeht und ob die
die Unterschiede in der Richterschaft im Gericht irgendwann zum Tragen kommt. Also erst einmal, tatsächlich alle Richter müssen eine eigene Bewertung vorstellen. Und am Ende wird es über eine demokratische Mehrheit entschieden, welcher Entschluss gefällt werden wird. Die große Hoffnung des Ministerpräsidenten und seiner rechten Hand des Justizministers Yariv Levin war es tatsächlich, die Zusammensetzung des Obersten Gerichtshofes auszusetzen, die Vorsitzende und auch der unmittelbar nachfolgende oberste Richter gelten als eher liberal. Über die vergangenen Jahre war es über den Ausschuss für die Ernennung von Richtern durchaus gelungen, eine Reihe von konservativen Richtern zu etablieren oder zu installieren. Und das Bild dieses Quorums zwischen der verschiedenen Richter ist durchaus sehr, sehr gegensätzlich. Eine große Sorge, dass sich die konservativen Richter, die mittlerweile also sogar eine Mehrheit in diesem Quorum der 15 darstellen, dass die sich auf eine zurückhaltende Position zurückziehen werden und damit den Regierungsvorstoß ermöglichen. Also wir kennen das aus den USA, wobei das israelische System natürlich völlig anders ist, aber es ist das Bestreben jeder Regierung, Richter, die in einer gewissen Weise eine politische Affinität, eine nahe liegende politische Affinität anbieten, auch in die entsprechenden Positionen zu bringen. Und der israelische Oberste Gerichtshof hat über die letzten 20 Jahre eine Rechtsentwicklung mitgemacht. Glaube ich, zwei Richter kommen sogar aus den besetzten Gebieten, beziehungsweise leben selber in den besetzten Gebieten. Das ist schon ein Ausdruck für einen bestimmten Sinneswandel. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Prozedere bei der Nachfolge so, dass der oder die Dienstälteste nachfolgt automatisch. Wird das so sein auch, weil die Regierung hat doch versucht, irgendwas anderes zu fummeln? Also es gibt dieses Senioritätsprinzip. Der unmittelbare Nachfolger der gegenwärtigen Vorsitzenden Esther Hayut wäre ich habe eben den Namen noch auf der Zunge gehabt, und der ebenfalls als eher liberal gilt. Und durch eine kleine Intrige hat tatsächlich ein oberster Richter namens El-Rom gesagt, also seinen Handschuh in den Ring geworfen und gesagt, ich trete an als Kandidat für die Nachfolge der Vorsitzenden. Was man damit macht, ist noch völlig offen, weil, hey, es gibt keine gesetzliche Festlegung, wie die Nachfolge ausgestaltet wird. Darf das jemand bestimmen? Über 50 Jahre war das Senioritätsprinzip das Gültige. Und jetzt, wie bei allen anderen Fragen, kommt auf einmal die Überlegung auf, ja, wer sagt eigentlich, dass es so sein muss und nicht anders sein kann? Wer ist eigentlich hier die entscheidende Autorität, um zum Beispiel die Nachfolge festzulegen? Gegenwärtig erscheint es allerdings so zu sein, dass das mehr eine Art Vorstoß war von Seiten des Justizministers, der aber zumindest unmittelbar nicht wirksam wird. Aber die Ja. Frage ist, hey, wer hat das Sagen? Ja. Ich habe da noch eine Frage, aber hier ist gerade noch eine Frage reingekommen, die will ich gerne Ihnen weitergeben. Ist die jetzige schwere, tiefgehende Krise des politischen Systems nicht letztlich eine Folge von Konstruktionsfehler zu Beginn der Staatsgründung, zum Beispiel eine fehlende Verfassung, die im Artikel dann nur mit zwei Drittel Mehrheit geändert werden könnte. Also rächt sich dann die Situation, die zu Beginn da war. Ich hab die Abschlussfrage nicht gehört. Das war sozusagen nur der Abbinder. Ob die jetzige Situation auch ein Ergebnis der Situation am Anfang ist Ja. jetzt.
Also bis vor 8 Monaten war es keinem wirklich aufgefallen, dass es keine Verfassung gibt. Es gab einen Konsens. Dieser Konsens hat funktioniert und hat erstaunlich gut funktioniert. Jetzt ist allen klar geworden, was es eigentlich bedeutet, ein Regierungssystem zu bestreiten, das ohne eine Verfassung auskommen muss, inklusive der obskuren Form der Gesetzes, also wie Gesetze erlassen werden. Und das ist natürlich eine der Ursünden, die eine spät entdeckte oder spät wiederentdeckte Ursünde des Staates Israels. Es gab sicherlich sehr gute Gründe dafür, warum man ursprünglich keine Verfassung erlassen hat. Sie sollte noch 48, sollte es eine Verfassung geben zum Oktober 48. Aber dann gab es erst noch die anhaltenden Kriege beziehungsweise die Konfrontation, keine Zeit für nichts, es ging ums nackte Überleben. Dann kamen die ganzen Einwanderungsmassen und dann wurde gesagt, also die müssen wir erstmal integrieren, damit wir gemeinsam überlegen können, was wollen wir eigentlich als Basis haben. Und erst 1950 hat man dann festgelegt, okay, wir gehen in eine stufenweise Festlegung über Grundgesetze, lassen wir gewissermaßen aus dem Geschehen heraus eine Verfassung entstehen. Dass das mittlerweile offenbar ein falscher Weg war, jedenfalls kein ausreichend guter, das erleben wir in den letzten 8 Monaten. Und alles, was wir gerade erleben, ist eine Folge dieser fehlenden Verfassung. Vielen Dank. Jetzt noch eine Wortmeldung und da würde ich meine eigene Frage gerne anschließen. Also die Frage Chat ist, ich habe von der Vertreibung der arabisch-beduinischen Bevölkerung in einem großen Gebiet östlich von Ain Samir gelesen. Die Frage, werden im Schatten der Debatte ums Gericht in Bezug auf die besetzten Gebiete neue Fakten geschaffen? Und meine Frage, die ich gerne auch noch anschließen möchte, ist, ich hatte verstanden, dass es Konsens war, dass es klug ist, die Frage des Verhältnisses zu den Arabern, aber erst recht zu der Frage besetzte Gebiete, Lösung nicht zum Gegenstand der Bewegung, der Demonstration zu machen. Ändert sich das jetzt? Fragezeichen. Spielt das jetzt eine größere Rolle? Gibt es viele, die der Meinung sind, das sollte eine Rolle spielen? Ich bin mir da selber nicht sicher. Bei allen Demonstrationen, und ich habe also ein Dauerabo, also ich glaube, ich habe von den letzten 8 Monaten, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 Demonstrationen verpasst, ist es so, dass es gewissermaßen gestaffelt ist. Im Eingang stehen meistens diejenigen, die mit vielen Trommeln und viel Lärm und großen Postern, einen Zusammenhang herstellen zwischen, Besatzung und Demokratie. Also die im Grunde genommen sagen hier, wenn wir uns für Demokratie einsetzen wollen, müssen wir gleichzeitig auch das Thema der Besatzung in den Blick nehmen. Also das Thema Besatzung und Demokratie ist sehr, sehr lebendig. Und ohne jede Frage ist das Thema der Besatzung, unabhängig davon, welchem politischen Lager man sich hier anschließen will, ist diese Frage existenziell für die politische Zukunft des Staates. Und nochmal, ich beziehe damit keine Position, welche Richtung die wahre und die gute ist. Als Fragestellung ist das die zentrale Frage überhaupt. Was uns aber klar sein muss, und ich glaube, das hat die Protestbewegung verstanden und auch weitgehend die Menschen, die sagen, Besatzung und Demokratie müssen wir parallel behandeln. Die Reihenfolge. Wenn ich kein liberal-demokratisches Regierungssystem an der Hand habe, das mir die persönlichen Freiheitsrechte ermöglicht, das mir ermöglicht, meine Klappe aufzumachen und mich zur Wehr zu setzen, dann ist es völlig irrelevant, was ich noch alles schwierig im Leben finde. Wird keinen Platz finden. In dem Augenblick, wo ich einer autokratischen Regierungsform
nachgeben muss oder von ihr eingefangen bin, erübrigen sich alle anderen Themen sowieso, ob das Frauenfragen sind, ob das Besatzung ist, ob. Und insofern ist völlig klar, das eine, nämlich der liberal-demokratische Rahmen, ist die Grundvoraussetzung, um die anderen Themen überhaupt in den Blick nehmen zu können. Was aber passiert im Augenblick ist, dass alle verstehen, wir haben ein unmittelbares Thema, den Erhalt der liberal-demokratischen Demokratie für Israel und werden, wenn das in der irgendeiner Weise sich erst einmal gesettelt hat, werden wir dann eine Vielzahl von sehr zentralen weiteren Themen angehen müssen, die man über die letzten 20 Jahre sehr, sehr großzügig verschlafen hatte, beziehungsweise mehr oder weniger ausgegrenzt hatte. Und das ist eigentlich der große Gewinn. Und deswegen, weiß ich, wann wir Schluss machen wollen, aber ich möchte das wirklich sagen, wir können dem Netanjahu wahnsinns dankbar sein und diesem Vorstoß, weil die gegenwärtige Bewegung hat eine enorme Energie in die israelische Gesellschaft geschickt, die über 20 Jahre eigentlich sich verabschiedet hatte in einen Individualismus, wo man nach dem Verzicht auf Frieden mit den Palästinensern, der scheinbar nicht mehr möglich zu sein, nicht möglich sein würde, völlig ins Private gegangen war, wirtschaftliche Selbstaufstellung, beruflicher Erfolg, Hedonismus, Reisen ins Ausland und alles andere wird sich vielleicht regeln oder auch nicht. Und das hat sich geändert. Israel hat eine enorme Vitalität entfaltet. In meinen Augen übrigens einen Crashkursus in den letzten 8 Monaten, einen Crashkursus absolviert, wie eine westlich-liberale Demokratie ausgehebelt werden kann, aber parallel dazu auch ein Handbuch entwickelt, wie man sich gegen autoritäre Vorstöße seitens einer Regierung zur Wehr setzen kann. Beides halte ich für vorbildlich und alle Themen, die uns wichtig sind, und darunter ist das Zentrale sicherlich das Thema der Besatzung, werden jetzt auch nicht mehr einfach als Backburner weggedrückt werden können. Das war jetzt eigentlich, Georg, schon ein schönes Schlusswort, aber es gibt noch zwei kleine, einfache Fragen, nämlich ob es in dem obersten Gericht arabische Richter gibt und wie viele Frauen in dem Gericht sind. Ich habe es nette, also aus eigenem Interesse gezählt. Ich habe 5 Frauen gezählt und der Herr Kara ist ein arabischer Jurist. Ich glaube, entweder aus Jaffa oder aus Nazareth. Ich habe wieder vergessen. Also es gibt einen arabischen obersten Richter und 5 Frauen. Also es gäbe schon einen Anknüpfungspunkt. Wir hatten eine sehr intelligente, junge, lebendige arabische Israelin zu Gast am Wochenende, die dann in der Diskussion gesagt hat, sie unterstützt das, ist alles wunderbar, die Kampf gegen diese Reform, aber das ist eine Sache zwischen Juden. Sie wird nicht gefragt, ob sie mitmachen will, und sie wird sich auch raushalten, obwohl sie völliger, also voller Sympathie ist. Das gehört zur Situation dazu, das muss man einfach, glaube ich, akzeptieren. Wer muss was akzeptieren? Entschuldigung. Naja, wir auch, weil wir denken, von uns aus gesehen, denken wir, wieso machen die arabischen Demokraten, die ja auch mehr Demokratie wollen, da nicht mit? Aber sie sehen das nicht als ihre Sache. Und umgekehrt, die Demonstranten wollen auch das nicht unbedingt dabei haben. Und das, glaube ich, muss man akzeptieren, dass das im Moment so noch nicht zusammenzuführen ist. Wollen wir das als Statement stehen lassen oder darf ich noch was dazu sagen? Du darfst noch mal einen Schlusswort machen, bevor ich dann das letzte Wort habe. Bitte. Nein, erst einmal genauso, wie du das beschrieben hast und die Frustration der Palästinenser sowieso, aber ja auch der Araber in Israel, der ist auf jeden Fall gegeben. Sicherlich war es nicht verkehrt, dass sowohl die Protestbewegung wie auch die arabische Bevölkerung erst einmal verstanden haben, wenn sie sich jetzt also öffentlich zusammenschließen, werden große Teile der
die auch der Protestbewegung angehören, skeptisch sein, es als noch als Linksveranstaltung diskreditiert sehen und sich zurückziehen. In meinen Augen machen es sich die Araber tatsächlich hier zu einfach, obwohl ich sie völlig verstehe in ihrer persönlichen Befindlichkeit. Warum sage ich, sie machen es sich zu einfach? Einmal kann man ja auch Proteste für sich selber machen. Also man muss nicht unbedingt nach Tel Aviv reisen und sich mit den Menschen dort vermengen, um zu protestieren. Es gibt ja genügend arabische Ortschaften, wo man auch sagen kann, wir leiden unter dem, was gerade passiert, und wir möchten dagegen demonstrieren. Das Zweite ist ein, nochmal, ich kann es nicht auflösen, und mein Verständnis für die arabische Seite ist hier erst einmal sehr groß, aber etwas verstehen heißt nicht notwendigerweise es für richtig halten. Die arabische Bevölkerung macht einen großen Fehler. Sie fühlt sich auf der einen Seite natürlich zu Recht frustriert davon, dass sie sowohl von linken Israelis und von linken Regierungen wie auch von rechten Regierungen eher ausgeblendet wird, nicht eingebunden wird in den politischen Prozess. Nur die Wahl, die die arabische Bevölkerung hat, ist eben dummerweise nicht die zwischen gut und nicht gut, sondern zwischen schlecht und noch viel schlechter. Und irgendwann muss man sich das natürlich auch klar machen. Und was gegenwärtig passiert, ist, dass sie erleben, wie ihnen 50 Milliarden Schekel, die eigentlich von der letzten Regierung vorgesehen waren und budgetiert waren, um die arabische Infrastruktur zu verbessern, verpufft sind, weil sie werden nicht durchgereicht. Das heißt, sie erleben, und auch der, was in der arabischen Gesellschaft Israels gerade passiert, die ganzen Unfälle, Tötungen und so weiter, Morde, dass sich die gegenwärtige Regierung eher darüber freut, oder die Vertreter in der Regierung eher darüber freut, dass sich die Araber selber aus dem Fenster schießen, statt vernünftig in die arabische Gesellschaft mit einzugreifen und Sicherungssysteme zu stiften. Das heißt, die Araber müssen begreifen, die Wahl ist nicht zwischen gut und nicht gut, sondern zwischen schlecht und noch schlechter. Und ich glaube, dieses Verständnis entwickelt sich. Und am Ende des Tages, und das ist vielleicht auch nochmal zum Thema Demokratie, Demokratie ist keine moralische Angelegenheit. Es gibt hervorragend demokratisch organisierte Systeme, die hochgradig unmoralisch operieren, bis dahin, dass in der Schweiz das Wahlrecht für Frauen 1971, glaube ich, erst beschlossen worden ist. Also Demokratien können sehr gut Gruppen ausschließen, diskriminieren und schlecht behandeln. Das einzige Privileg, was Demokratien anbieten, ist, dass sich diskriminierte Gruppen, schlecht behandelte Gruppen zumindest so zu Wort melden können, dass sie vielleicht dann doch irgendwann Rechte bekommen. Sie müssen dafür einen hohen Preis bezahlen, aber sie ist bezahlbar, und normalerweise werden sie dafür nicht getötet. Und das ist das Privileg von Demokratien, und das wäre mein Wunsch für die arabische Gesellschaft Israels, dass sie eben stärker sich darüber klar wird. Das Instrumentarium ist da, und es hängt viel auch von ihr selber ab, ob sie sich ihren Platz erobert. Geschenkt bekommen werden sie es bestimmt nicht. Vielen Dank, Georg. Das war wirklich ein schönes Schlusswort nochmal. Ich weise nur auf zwei Dinge hin. Im Chat, wenn Sie das schauen wollen, sehen Sie nochmal, auf welchem YouTube-Kanal der DEG Bremen wir das veröffentlichen werden. Der Link ist dort. Sie können aber auch auf www.deg-bremen.de gehen. Da finden Sie das auch. Wer das nochmal nachsehen oder jemand anders weiterschicken will. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Georg für die extrem informative, lebendige Schilderung der Situation dort. Es ist ja wunderbar, der Versuch, das positiv zu wenden, welche enorme Energie das geweckt hat. Ich füge aber hinzu, ich würde sehr, sehr, sehr viel dafür geben, dass die auch gewinnt. Ich glaube, am Ende Energie und aufgeweckt sein ist gut, aber das Verlieren wäre sehr, sehr bitter und folgenreich. Und deswegen
Wir drücken Ihnen die Daumen und wir, jedenfalls die DG Bremen, will weiterhin alles tun, dass Sie auch die Signale bekommen, dass es Unterstützung gibt von Ihnen. Das möchte ich nochmal sagen abschließend. Und außerdem will ich die magische Zahl 5784 nennen. Das ist nämlich die Zahl des neuen Jahres, was morgen Abend beginnt für die jüdische Gemeinschaft. Ich wünsche Ihnen alles, egal ob jüdisch oder nicht, dass dieses neue Jahr, was morgen beginnt, ein gutes Jahr wird, vielleicht sogar ein besseres Jahr wird. Und für heute sage ich Dankeschön und es war ein schöner Abend mit Ihnen und euch. Vielen Dank, Georg. Alles Gute nach Israel, nach Jerusalem. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.